Ja, wir hatten ein Krankenhaus gefunden in Hamburg, was ein sehr gutes Krankenhaus ist, wo ich die Ärzte kenne. Und ihr ist dann angeboten worden, das anonym zur Welt zu bringen. Aber sie sagte, nein, das soll Antonia Haase heißen. Und das ist das größte Verbrechen seit Bestehen der Bundesrepublik im Kindschaftsrechtsbereich. Das ist, ja, es ist ungeheuerlich. Wir müssen uns organisieren. Ich bin auch Ihnen dankbar, dass Sie diesem Thema auch in Verbindung mit Ihrem Fall diesen Platz geben. Das ist heute Abend die politischste Sendung, die ich seit 10 Jahren im deutschen Fernsehen gesehen habe. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Wir sind noch nicht am Ende. Frau Haase, bitte. Sie wollen was sagen? Ich wollte ganz gerne was dazu sagen, damit das also auch für die Öffentlichkeit ganz klar ist, sag ich jetzt mal so. Es gab nie Beweise dazu, dass meine Kinder misshandelt worden sind. Dieser Gutachter hat meine Kinder, wie gesagt, nie gesehen. Selbst dieser Richter, der diesen Beschluss erfasst hat, dieses Amtsgericht, hat die Kinder nie gesehen. Es gibt weder, nachdem die Kinder rausgerissen worden sind, dann hätte man noch Untersuchungen, Fotos oder irgendwas. Es gibt nichts. Zeugen sind nie gehört worden. Alles, was wir vorgebracht haben, Fotos, Fachleute, Kinderarzt, die uns über Jahre gekannt haben, der uns über Jahre kennt, Lehrer und, die sind nie gehört worden. Ich weiß aber gar nicht, wie das ist, ob man in Deutschland auch Richter belangen kann wegen Fehlurteile, ob man Jugendamtsleute belangen kann. Lasst mich einen Augenblick bei der Weihnachtsgeschichte bleiben, vielleicht weil es mich am meisten rührt. Das heißt, ihr kriegt das Kind in Hamburg im Krankenhaus, die Ärzte sind bereit, ihr seid bereit. Und dann geht er mit dem Neugeborenen zu ihm in seine Wohnung. Ja? Weiße Lackmöbel und so. Nein, das ist Susanna, meine Frau, liebt Babys, die haben sich sehr gut verstanden. Da waren also 3, 4 Kinder im Haus, es war, glaube ich, eine ganz normale Atmosphäre. Ja. Und die Antonia ist auch ein starkes Mädchen. Mhm. Also das Neugeborene, die hat euch zusammen geschrien, im Sinne von, hier brauche ich jetzt Milch. Hier brauche ich Gerechtigkeit und eine Familie. Trotzdem war die Angst halt immer da, ne? Morgens, wenn es mal geklingelt hat, aber immer an der Tür, habe ich zu meinem Mann gesagt, ist das die Polizei? Dann kommen sie und holen das Kind. Mhm. Daher kommen auch ihre starken Worte, ja? Also aus der selbsterfahrenen Bedrohung. Da klingelt jemand, der schreckt eine Mutter zusammen, da kann es sein, dass sie das Kind holen. Und alles okkult. Die brauchen niemandem Rechenschaft abzulegen. Alles im Verborgenen. Wenn hier starke Worte gewählt werden, was soll man denn sonst für Worte noch wählen, wenn sich ein Verein über 3 Monate ohne Wissen der Eltern mit Duldung des Jugendamtes anonymisiert an die Kinder heranmachen darf und die Kinder beeinflussen darf in einer Art und Weise. Mhm. Also mir fallen da auch eine Menge starker Worte ein, die ich jetzt besser nicht äußere. Mhm. Peter möchte noch was sagen dazu. Herr Klöppel. Ja, Sie wundern sich, Herr Fliege, dass sowas möglich ist. Was die Jugendämter anbelangt oder dieses Jugendamt, ist das Folgende. Die Jugendämter in Deutschland arbeiten in einem quasi rechtsfreien Raum. Ich will das begründen. Wieso? Die werden doch beaufsichtigt von dem Oberjugendamt, vom Regierungspräsidenten und dann kommt der Minister. Ich habe mich gefragt, unterstehen die Jugendämter dir? Sagt er, nein. Ich habe die Justizministerin gefragt, unterstehen die Jugendämter Ihnen? Nein, bin ich mir nicht sicher. Die Familienministerin, wem unterstehen Sie denn? Ganz einfach. Die Jugendämter waren früher wie alle Verwaltungen mindestens 2-stufig aufgebaut in Deutschland, nämlich über jedem war ein Landesjugendamt. Ja, genau. Diese 2-Stufigkeit wurde abgeschafft. Die Landesjugendämter haben keinerlei Aufsichtsmöglichkeit mehr über die Jugendämter. Wenn das zum Beispiel in Münster noch so wäre, dann würde das Landesjugendamt wahrscheinlich anders entschieden haben. Mhm. Aber dies gibt es nicht mehr. Mhm. Und insofern wage ich zu sagen, quasi rechtsfreier Raum. Abschaffen die Jugendämter. In Frankreich gibt es keine Jugendämter. Ach ja, das darf ich auch noch sagen. Ich kenne kein europäisches Land, in dem es Jugendbehörden gibt mit einer solchen Macht. Das gibt es gar nicht. Das scheint Straßburg so ähnlich zu sehen. Ja, ich glaube auch. Also in Straßburg sind ja Richter aus allen Ländern des Europarates vertreten. Ja. Und ich glaube, die haben das längst verstanden. Ja. Und nicht umsonst. Alle diese Urteile, ob das Elsholz war, ob das Görgülü war oder Haase, die 3 habe ich das Glück gehabt, in Straßburg zur Verurteilung Deutschlands zu führen. Alle 3 haben einen gemeinsamen Nenner, nämlich das Versagen eines deutschen Jugendamtes.
als Beginn der ganzen Geschichte. Meine Damen und Herren, wir haben dieses Problem wahrscheinlich nur angerissen. Aber wir haben, glaube ich, ein ganz wichtiges Problem angerissen. Was mir am meisten durch den Kopf geht, ist zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Wie lange dauert ein Irrtum? Wie lange kann er dauern? Was passiert mit den Kindern während dieser Zeit? Ich sehe ihr Kind noch, das sie nicht mehr umfangen will, das nicht mehr auf ihren Schoß will. Von ihren Kindern haben sie nie mehr eine Spur gesehen. Ich werde hier ein bisschen verrückt insofern, weil ich denke, jedermann weiß, dass Lebensmittel nach drei Tagen schlecht werden. Ja? Jedermann weiß, dass Lebensmittel, wenn du die drei Tage nicht anständig behandelst, sind sie kaputt, hinüber, verschimmelt und alles. Und wenn Kinder sie Kinder... Werden jahrelang in Löcher gesteckt. Und wenn sie Kinder... drei Tage, drei Wochen, drei Monate, vielleicht drei Jahre nicht sehen, dann fragt da niemand nach. Wissen Sie, dass Kinder auch schlecht werden? Passen Sie gut auf sich auf.